Wie war es jetzt für euch, so ein bisschen diesen Film zu drehen? War eine interessante Erfahrung? Ja, schon. Ich habe es halt vorher noch nicht gemacht. Da hatten wir die Workshops, dadurch haben wir auch was gelernt und es hat halt Spaß gemacht. Genau, dann fragen wir mal zu deinem Berufsfeld an sich. Du bist jetzt wie alt? Welches Lehrjahr? Ich bin jetzt 19, ich bin im dritten Lehrjahr. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, Berufskraftfahrer zu werden? Ein Freund meiner Eltern hat gemeint, ich suche doch einen Job, soll ich mal bei TSS gucken und ja, hat das Spaß gemacht. Wie sind die Erfahrungen? Ist das wirklich so, wie man sich vorstellt? Man muss immer nachts auf Raststätten schlafen, man ist viel unterwegs, immer unter Zeitdruck, oder kannst du da so ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen? Kommt drauf an, wo man ist. Jetzt im Silo-Bereich ist es natürlich schon so, dass man mal die Nacht los muss. Aber jetzt, ich bin großteils im Tagebau gewesen und da ist man eigentlich dann früh um 6 Uhr aufstehen, dann Abend gegen 14 Uhr ist man wieder zurück fast. Ihr habt doch Gefahrengut, ist ja teilweise mit dabei. Wie gehst du mit der Verantwortung um? Weiß man, dass man immer hinten so ein bisschen was hat, oder ist das irgendwann okay? Na, okay ist es nicht, aber man muss halt immer dran denken, ja, es ist gefährlich, ich muss vorsichtig fahren, aber mit der Zeit gewöhnt man sich schon dran. Was macht dir so richtig am meisten Spaß an deinem Job jetzt? An sich eigentlich die Gesichter von manchen Leuten, wenn man denen mal was geliefert hat oder so. Wenn die sich dann freuen, dass es da ist, wenn man jetzt den Deputat ausfährt oder so. Und wenn du so ein bisschen an die Jugendlichen appellieren kannst, ist das wirklich auch ein Job mit Zukunftsaussichten? Ich glaube, du sagst das sogar im Film, dass es so ist. Das ist auch im Film gesagt. Ja, ist es ja an sich. Vielleicht sind wir dann später nicht mal mehr im LKW drin, sondern steuern den von woanders. Aber an sich einer Maschine die Kontrolle über sowas Großes, das kann gefährlich sein. Also ich würde denken, dass wir da große Zukunft haben noch. Herr Meier, Sie sind der Ausbilder hier bei TSS. Erstmal so einen Film gedreht jetzt mit den Azubis. Stolz und zufrieden? Ja, sehr stolz vor allen Dingen auf die Jungs, wie sie das gemacht haben. Es ist ja nicht alltäglich, dass die Jungs vor einer Kamera stehen in ihrem Ausbildungsbetrieb, aber war sehr gut, hat uns sehr gefallen und das Ergebnis spricht für sich. Sie sind Ausbilder, warum ist es denn so wichtig, dass man jetzt so neue Wege geht und die Jugend förmlich motivieren muss, tatsächlich zum Beruf zu finden? Ja, es ist immer schwieriger, Auszubildende zu finden, geeignete Lehrlinge zu finden. Und deshalb müssen wir als Ausbildungsbetrieb natürlich die Initiative ergreifen und aktiv auf die Jugendlichen zugehen und unser Unternehmen präsentieren, zeigen, was wir alles können, was wir alles anbieten, um uns interessant auf dem Markt zu präsentieren. Ist es gerade vielleicht auch beim Berufskraftfahrer auch so eine Art Vorurteile mal ein bisschen ausräumen? Weil ja, also es ist sehr schwierig und wie Sie schon richtig sagen, das Berufsbild Berufskraftfahrer hat ja, nicht so einen guten Leumund. Und daran sind wir stark interessiert, das auszuräumen. Wir wollen gerne zeigen, dass dieser Beruf interessant ist, dass er Spaß machen kann und dass er unheimlich viele Perspektiven aufzeigen kann. Was ich noch ganz interessant finde, das haben Sie heute gesagt, als Berufskraftfahrer lernt man auf jeden Fall auch die Maschine zu verstehen. Wie meinen Sie das? Also es ist unheimlich wichtig für mich, dass die jungen Menschen verstehen, wie dieses Fahrzeug aufgebaut ist, wie die Technik funktioniert, weil wir unheimlich viele Assistenzsysteme in den Fahrzeugen verbaut haben. Ich nenne hier nur ein Beispiel, den Spurassistenten zum Beispiel oder den Bremsassistenten, dass die Jungs verstehen und Jungs und Mädels verstehen, wie die einzusetzen sind, damit dieses Fahrzeug effektiv genutzt werden kann und wirtschaftlich genutzt werden kann, weil wenn ich nicht weiß, wie diese Systeme funktionieren im Einzelnen und was ich damit bewirke, wenn ich den Schalter umlege, dann kann ich das auch nicht effektiv einsetzen im Berufsalltag und deshalb wären das dann verschwendet. Und wer mehr wissen will, der guckt sich mal den Film an. Den Film an, genau, und klickt mal rein ins Internet.